Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier bei FS1 Goes Rockhaus. Wie ihr seht, sind wir wieder in den heiligen Hallen des Rockhaus, wieder mal beim Local Heroes. Und wieder mal sitzt eine heimische Band neben mir, diesmal die Red Monitors. Hallo, grüß euch. Hallo. Jetzt muss ich jetzt mal sagen, Red Monitors habe ich noch nie gehört. Und jetzt bitte ich um eine kurze Vorstellung. Wer sind Red Monitors? Also, ich bin der Leo. Ich spiele Gitarre und sing. Genau. Sebastian an die Keys, der Mundharmonika und auch Gesang. Ich bin der Andi und spiele Bass und Background-Gesang. Okay, ich habe es ja ganz spannend gefunden, weil bei eurer Beschreibung steht Multi-Instrumentalist, Jazz-Gitarrist, Rock-Drummer und leidenschaftlicher Bassist. Wie kann man sich da diese Kombination vorstellen? Was macht Red Monitor für Musik? Es ist oft nicht sehr einfach, dass wir uns zusammenraufen auf eine gemeinsame Musik. Haben es aber doch geschafft. Und wir machen grundsätzlich Rock mit elektronischen Einflüssen und ein bisschen Jazz. Auf das haben wir uns geeinigt. Okay, geeinigt klingt dann so noch, ja, dann machen wir es halt. Aber das ist ja genau die Kombination, glaube ich, aus euren. Genau, und es gehen auch die einzelnen Songs dann in verschiedene Richtungen wieder. Okay. Dadurch funktioniert das ganz gut. Ich habe auch gelesen, es ist quasi unter neuem Namen mit neuer Richtung. Das heißt, es gab was davor. Darf man da noch fragen, was, oder ist das dann schon Geschichte? Darf man schon fragen. Also unsere vorige Band war Sound Blizzard, mit der wir 30 Konzerte gespielt haben in ganz Österreich. Und das war halt so mehr so ein Jugendprojekt. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt sind wir älter und jetzt probieren wir es nochmal richtig, investieren noch viel Zeit. Wir sind auch besser geworden an die Instrumente. Und ja, ich hoffe, das hört man später. Ihr werdet ja dann nachher auf der Bühne stehen, das heißt, man kann sich ja dann davon überzeugen. Aber dann ist es wirklich so ein bisschen so eben altes Abstreifen im Sinn von auch ein bisschen dem entwachsen und dann quasi neu mit einem Neubeginn dann eigentlich anfangen. Ganz genau. Das ist ja schön. Wie geht es euch bis jetzt so mit dem Neubeginn denn? Ja, sehr gut. Also wie gesagt, das ist sehr zeitintensiv, aber es schaut auch einiges raus. Also wir merken die Fortschritte. Also ehrlich gesagt, seit dem Neubeginn haben wir jetzt 3 Konzerte gehabt, 4. 4 und darunter war gleich das dritte, war unsere EP-Release-Party in Schlierdorf mit 400 Leuten. Und das klingt eigentlich nicht schlecht. Ja, der Neustart ist gleich mal besser wie jedes vorige Konzert von uns. Also wir sind sehr zufrieden damit, ja. Ich würde gerade sagen, dann kann man sagen, man hat was richtig gemacht. Okay, ja, das heißt, absolut. Das hat sich schon mal ausgehört. Aber gutes Stichwort EP, es gibt schon Musik von euch. Was ist das für ein EP geworden? Könntest du kurz was darüber erzählen? Genau, EP, die wir halt, also wir haben es jetzt halt selbst aufgenommen mit professioneller Hilfe. Also wir haben es mit einem Grazer Tontechniker abmischen, haben wir es beim Studio in London lassen. Und das ist Mastering, oder? Genau, das Mastering haben wir in London gemacht. Ja, natürlich gibt es die EP auch im Internet zum Kaufen. Und bei uns. Das heißt, und halt im Rockhaus auch. Ist heute auch euch käuflich erwerblich, wie man so schön sagt. Genau. Die Strange Delight EP. Strange Delight. Das wird spannend werden. Jetzt muss ich was fragen. Ihr seid aus Schlierdorf. Wie ist denn da die Musikszene so? Weil, wenn Sie gesagt haben, mit der EP-Release-Party 400 Leute ist nicht schlecht, sogar für Salzburger Verhältnisse eigentlich. Also, ja, die Musikszene ist groß. Es gibt eigentlich 2 Bands. Das sind wir und die Trachtmusikkapelle. Okay, also direkte Konkurrenz kann man sagen. Nein, es gibt ehrlich keine. Okay. Und wir machen immer wieder ein bisschen Zusammenarbeit natürlich auch. Im Proberaum dürfen wir uns ja mit der Trachtenmusikkapelle teilen. Das ist das, was uns eigentlich viel einen Vorteil verschafft, weil sie ja richtig viele Instrumente drinnen stehen haben. Okay. Nicht nur normales Schlagzeug. Genau, und wir bauen vor allem darauf, dass halt genau alle Bands gehen in die Städte und wollen in die Städte spielen. Und wir bauen halt darauf, dass es eigentlich auch viele junge Leute im Land gibt, die eine gute Unterhaltung suchen. Und die wollen wir vor allem was bieten. Ja, das ist eigentlich insofern, wie soll ich sagen, das ist ja schon fast Musikarbeit im Sinn von, wie du sagst, die meisten mal auch von Salzburg, es gehen Leute nach Wien oder in größere Städte und das heißt, am Land irgendwie dünnt sich das ja dann irgendwie aus. Mhm. Das heißt, die Zusammenarbeit mit der Blasmusik funktioniert. Gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Und bei der Gelegenheit möchte ich erwähnen, am 16. April, das ist der Ostersonntag, da organisieren wir wieder ein ähnliches Fest, also eine Party mit uns und mit anderen Bands.
Okay, das heißt. Größer als das letzte Mal. Okay, das heißt, dann können auch quasi Bands dann von. Also gut, steht auf einzige Band. Das heißt, es werden dann wirklich auch aus dem Umkreis dann Leute geholt und wirklich auch für Programm gesorgt, wo eigentlich man sonst immer in die Stadt fahren muss. Um genau, wir haben einige befreundete Bands, die ja sehr gut sind. Ja, da können wir aus dem Vollen schöpfen. Sehr gut, also Vorzeigeband, muss ich dazu sagen. Aber also, abgesehen vom Anspruch, die Musikszene außerhalb der Stadt wieder zu fördern, was ist denn der Anspruch an eure Musik jetzt? Was ist es für euch? Und was ist oder was soll es fürs Publikum sein? Uns ist wichtig, dass die Musik eine gute Laune überträgt aufs Publikum und dass sie tanzbar ist, also einfach Spaß macht und dass die Leute mal feiern können. Anderen Stimmen zu? Oder haben wir Ergänzungen? Nein, also genau, das ist natürlich sehr wichtig, gleichzeitig bei hohem musikalischen Anspruch. Und wir lassen uns auch gern selbst viel Freiheiten, damit er wirklich jedes Konzert einzigartig ist und weil es uns viel Spaß macht, wenn man. Also für uns ist auch jetzt mal wieder Herausforderung mit. Gut, ja, ihr seid jetzt bald auf der Bühne zu sehen. Da stellt sich die Frage, wie sind denn Red Monitor live? Merkt man da die Probenraumnachbarschaft mit der Blasmusikkapelle? Das fand ich ja wieder lustig. Das wäre echt, das wäre wirklich schön, aber ich fürchte mal eher nicht. Aber wie kann man sich live vorstellen? Wie wird sich das gestalten? Live? Ja, ziemlich, also actionreich. Also wir schauen schon, dass wir... auf der Bühne halt einen Spaß haben und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn du das aufs Publikum dann übertragen kannst, dann hast du das eh schon fast geschafft. Also, ja. Ich weiß gar nicht, was ich da noch mehr dazu fügen soll. Ja, dann wünsche ich euch einen großartigen Auftritt heute bei den Local Heroes und auch euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit Red Monitor. Danke. To be sure that we don't.
Dankeschön, vielen Dank. Werte Zuhörer, nun kommen wir zu einem romantischen Teil unserer Show. Es sind Nebenzeichner, Nebenleute in den Ohren. Tanzt miteinander, schmust miteinander, ganz egal, alles ist erlaubt. Viel Vergnügen mit After Midnight. Yeah.
Handy oder Feuerzeug mit Lichtern hat, darf das jetzt sehr gern aussammeln. Jetzt haben wir ein kurzes Keyboard-Solo. Thank you.
Ein Prosit. Prost. Ja, cool, dass ihr alle gekommen seid. Wahnsinn. Ihr wisst, dass wir die Red Monitor sind. Ja. Wir haben im August unsere EP, die Strange Delight EP, veröffentlicht. Die gibt es dann im Anschluss auch noch bei uns draußen im Merchandise-Stand. Häufig zu erwerben. Was ich auch noch ankündigen darf, ist, dass wir, so wie wir es im August gemacht haben, Events bei uns in Schlederhof in unserer Heimat organisieren. Und zwar im April am 16. Das ist der Ostersonntag. Nehmt euch Zeit! Yeah.
So, jetzt darf ich mal um Stille bitten. Gut. Ich bin ja wahnsinnig nervös, wenn ich singen muss. Ein kleiner Applaus, würde mir weiterhelfen. Danke. Das nächste Lied widmet man Thomas. Unserem Schlagzeuger. Weil er das letzte Mal im Schlagzeug dabei ist. Das letzte Mal. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Thomas, happy birthday to you.
We love the drummer. Okay. In dem Sinne darf ich mich verabschieden. Der Paul spielt jetzt eine Zugabe und der Rauch.